Servus, liebe Filmfreunde. Willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Ja, heute geht es zum Saturn nach München am Stachus und wir fahren mit dem Zug. Ihr seid live mit dabei. Let's go! Yeah. Und damit befinden wir uns im Untergeschoss im Saturn in München am Stachus, denn dort ist die Audio-CD und natürlich auch Filmabteilung, wie man sehen konnte. Und direkt neben den Treppen haben wir jede Menge geiles Merchandise, aber nicht nur Kinderspielzeug, sondern natürlich auch etwas, was uns Erwachsenen das Sammlerherz schneller schlagen lässt, so wie diese Gremlins Spider-Edition, aber da fiel mir dann auch noch diese coole Edition einer Jason Voorhees-Figur auf mit einem mega geilen Lentikulareffekt vorne auf der Hülle drauf. Ist von Teil 3 richtig nice. Dann hatten wir nebendran noch mit Schirm, Charme und Melone sowie einige andere Collectors Editions. Direkt daneben gab es dann noch ein schönes großes Regal mit vielen schönen Steelbooks. Hier hatten wir Apocalypse Now, dann natürlich auch Leon der Profi, beides in der 2D-Variante. Es gab hier in dem Bereich natürlich auch ein paar vereinzelte 4K-Steelbooks, wie wir hier gleich von Red Heat und Bumblebee sehen können, aber für 4K gab es dann nochmal eine extra Abteilung sozusagen, wo nur Steelbooks waren und dann nochmal eine Abteilung mit Emerys, also richtig schön aufgeteilt, fand ich echt cool. Dann gab es noch ein paar Schnäppchen hier mit dabei, das war so alles bunt gemischt bei den Steelbooks, hat mir gut gefallen, so macht das Ganze auch sehr viel Spaß hier rumzustöbern und sich hier durchzuwühlen. Wir hatten auch noch Jigsaw hier im Steelbook, vergünstigt für 7,99 €, war okay, und auch das Steelbook für 5,99 €, da kann man eigentlich nicht großartig meckern. Ja, dann kommen wir zur 4K-Abteilung der Steelbooks sozusagen. Oben hatten wir noch die Al Pacino Scarface Edition, die euch ja schon einige vorgestellt haben. Meinen Geschmack hat es leider nicht getroffen, aber ist ja cool, dass es da ein paar Unboxings gab. Somit wurde jedem bei der Kaufentscheidung geholfen. Dann habe ich mir noch diese Halloween Steelbooks nebeneinander gelegt und die mal verglichen. War richtig cool. Und wenn es eine Abteilung für Steelbooks gibt, dann muss es natürlich auch eine Abteilung für Mediabooks geben, wie man sehen konnte. Alles sehr schön hingestellt. Das fand ich echt cool, da muss wohl ein Sammler am Werk gewesen sein, weil ein normaler Mitarbeiter, denke ich mal nicht, dass der das so richtig nice präsentiert. Und dann hat man hier noch diese schönen wattierten Mediabooks von 84 Entertainment, meine ich, die jetzt rausgekommen sind von der Quentin Tarantino Edition. Die Covers sind richtig nice. Ich stehe auf schöne wattierte Mediabooks. Aber es ist mir einfach zu teuer, da kauft man nicht jeden Film darin. Einen, zwei ist gut, aber nicht alle. Aber man muss sagen, die sehen echt toll aus. Vor allem das Cover hier, das hat mir schon sehr gut gefallen von Four Rooms. Aber den Film gibt es jetzt auch so für 5 € irgendwas. Hier im Laden habe ich den gefunden. Ich glaube, später sieht man das noch. Ich weiß nicht genau, ob ich es gefilmt habe, aber okay. Dann hat man noch die Tape Editions. Die lagen da auch ja großflächig aus, muss man ganz klar sagen. Und da hatten wir dann natürlich auch noch John Wick von diesen Tape Editions. Die habe ich euch ja letztens präsentiert. Falls ihr euch oder falls ihr das Unboxing verpasst habt, guckt mal in die Videobeschreibung oder auf meinen Kanal. Ich werde das Ganze nochmal selbstverständlich verlinken. Dann war ich so bei den Neuheiten angelangt sozusagen. The Dead Don't Die hatten wir ja schon ein bisschen so angeteasert im Horror Oktober. Hatten einen schwierigen Humor, wie ich gehört habe. Brightburn wollte
hätte ich eventuell kaufen, wenn denn das Steelbook da gewesen wäre, aber es lag leider keins aus im ganzen großen Saturn. Fand ich ein bisschen schade, aber okay. Dann hat man noch Man in Black International. Und das lag hier auch im 2D Steelbook aus. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Vom Druck her sehr scharf. Hat mir gefallen. Das hier trifft aber absolut nicht meinen Geschmack. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Aber okay. Es wird bestimmt auch seine Käufer finden. Und die Geschmäcker sind verschieden. Also wollen wir da nicht großartig drüber meckern. Dann hat man noch Yesterday. Das war jetzt eigentlich das falsche Lied. Das war von Guns N' Roses. In dem Film geht es aber um die Beatles. Ziemlich cooler Film. Bin ich schon sehr gespannt drauf und werde ich mir definitiv einmal angucken. Dann hat man noch eben ein Becken voller Männer, so wie Bailey. Und dann Long Shot. Den hat ja der Zimmy empfohlen. Und bei den Empfehlungen von Zimmy, da müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich sage nur Holmes und Watson oder Watson und Holmes. Ich weiß es nicht so genau, aber ich denke mal, bei Longshot kann man nicht viel falsch machen. Pets 2 hatte ich dann auch in der Hand hier im limitierten Steelbook, aber auch das war mir jetzt zu teuer. 24,99. Da werde ich noch warten und hoffe mal, dass im Zuge eines Black Fridays oder ja Weihnachten steht ja auch vor der Tür, da kommen bestimmt noch ein paar Angebote herein. Dann hatten wir noch Tolkien, das interessiert mich natürlich auch sehr, und Kalte Füße, den Film haben mir auch ein paar von euch schon empfohlen gehabt, als der letztens bei Amazon im Angebot war. Den werde ich auch mal im Auge behalten und eventuell einmal streamen, genauso wie ein Gauner und Gentleman mit Robert Redford und Casey Affleck. Scheint auch ein ganz interessanter Film zu sein, aber ich weiß nicht, für eine Emerald hier zum Neustart 16,99 € ausgeben, also die Zeiten sind bei mir definitiv vorbei. Könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wie das bei euch aussieht, und wir machen dabei weiter mit der Serienabteilung. Wie man sehen konnte, lag das auf so Tischen aus, fand ich echt cool. Richtig schöne Stapel hier, alles schön sortiert, und dann hatten wir den 6 Millionen Dollar Mann. Was war das nur für eine geile Serie, die haben wir geliebt als Kinder, richtig cool, aber ich weiß nicht, ob man sich sowas nochmal kaufen sollte, ja, eventuell mal streamen auf Prime oder Netflix, aber kaufen, da bin ich definitiv raus, aber es gibt ja einige Liebhaber, genauso wie Hulk hier mit Lou Ferrigno. Die habe ich ja auch schon ein paar Mal in den Vorbesteller-Tipps präsentiert gehabt. Und wie man sehen kann, ist das Ganze hier limitiert auf 2000 Exemplare. Hinten steht sogar noch eine Limitierungsnummer drauf. Ist eine richtig coole Box, genauso wie Psycho The Legacy Collection. Da wollte ich ja ein Musterexemplar haben zum Präsentieren und Verlosen an euch. Hat leider nicht geklappt, aber okay. Es ist auch so eine tolle Edition. Und da kann man absolut nicht meckern, da hat Turbine tolle Arbeit geleistet. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, für 4K gab es dann nochmal eine eigene Abteilung. Da hatte ich Casino eigentlich gesucht im Steelbook, gab es aber hier leider nur in der Emery. Und wie man hier sehen konnte, alles schön übersichtlich gestaltet im Saturn in München. Also der ist auch richtig klasse, kommt nicht an die Größe vom Saturn in Hamburg ran, ist ja ganz klar, aber definitiv einen Besuch wert. Ihr werdet eure Freude haben, wie man sehen kann. Auch alles schön nach Genre hier sortiert, und ja, kaum irgendeinen Film, der hier falsch liegt oder falsch rumliegt oder irgendwie blöd im Regal liegt. Also da achten die Mitarbeiter auch drauf. Ich habe das richtig bemerkt. Die sind da voll unterwegs. Das hat richtig Spaß gemacht. Das sind Liebhaber hier in der Abteilung, und so muss das auch sein. Und wie ihr sehen konntet, alles schön ja sortiert. Und weil wir auch im Bayern sind, gab es da natürlich auch eine bayerische Abteilung für Heimatfilme. Dann natürlich noch ein paar Serien wie The Walking Dead. Da kam ja auch dieses Steelbook raus. Es gab ja auch noch einen Mediamarkt und Saturn Steelbook exklusiv, und das ist dieses gezeichnete, passt jetzt nicht in dieser anderen Reihe, wo einmal die Lucille drauf war, dann der Löwe oder Tiger, ich weiß es gerade gar nicht mehr, finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht wird das ja noch nachgereicht. Die FSK 18 Abteilung war ein bisschen klein, muss ich sagen, und überschaubar, aber okay, auch die Angebote hier waren jetzt nicht so prickelnd wie im Saturn.
Saturn in Hamburg, aber wenn man sich da mal umgesehen hat, dann konnte man definitiv das ein oder andere Schnäppchen machen. Guckt mal hier, Pulp Fiction 5,99 und drüben das Mediabook für 39,99. Also dann sieht man halt, ja, es hat alles seine Liebhaber, da müssen wir nicht großartig drüber reden. Den einen reicht die Emery, der andere braucht das Mediabook. Ist doch gut, dass wir eine Auswahl haben und hier irgendwie alle Bedürfnisse befriedigt werden. Weihnachten steht dann vor der Tür und dann haben wir noch Bill Murray hier in Die Geister, die ich rief, in einer Neuauflage. Ich glaube, die Erstauflage war recht schnell ausverkauft. Dann haben wir noch Weiße Weihnachten, der Klassiker. Ach, den muss ich auch mal wieder gucken. Aber da werde ich eventuell mal auf Blu-ray upgraden. Ich habe da die DVD vom Grinch, habe ich das Steelbook. Und da haben wir ja schon bei den Blu-ray-Neuheiten überlegt, was denn hier der Unterschied sein kann zu dieser Neuauflage, weil es hieß ja, es ist so eine besondere Christmas-Edition, aber ich habe mir auch die Rückseite genau angesehen und konnte leider nichts Besonderes feststellen an dieser Edition. Falls ihr bereits mehr rausgefunden habt, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und während wir jetzt noch hier Elliot sehen, da bedanke ich mich schon mal fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und Servus!